Der DAX, der will nicht so richtig in Sommerlaune kommen. Und auch die Anleger, die halten im Moment etwas die Füße still. Christian Köker von der HSBC. Warum ist es für Anleger so schwierig, in diesen Marktphasen sich zu positionieren? Ja, wir müssen einfach zurückschauen und sagen, wir haben jetzt schon eine richtig tolle Rallye hinter uns gehabt. Die für die meisten Anleger ist 12.200 oder 12.300 immer noch oben, auch wenn wir vom All-Time-High ein paar Punkte weg sind. Das ist klar. Und da hat man natürlich Angst, dass ich, wenn ich jetzt einsteige, eigentlich die ganze Party schon verpasst habe. Und das Zweite ist, ich habe die letzten Wochen auch ausgehend von der Euro-Stärke keinen klaren Trend. Und als Anleger fühlt man sich immer wohl in einer großen Herde, wo man mitlaufen kann. Und momentan gibt es eben keine klare Richtung, wo diese Herde hintendiert. Also stehen jetzt viele an der Seite, halten ihr Pulver trocken oder legen es zu nahe Nullverzinsung auf irgendwelchen Tagesgeldkonten an, was natürlich in Summe dann hinterher sehr, sehr schade ist. Wenn jetzt Anleger sagen, ach, jetzt gucke ich vielleicht doch mal Richtung Zertifikate und gehen dann wieder zurück und sagen, nee, das ist mir alles zu kompliziert. Haben die recht? Ja, das kommt darauf an, was für einen Anspruch die auch haben, wie sehr sie ein solches Produkt durchsteigen. Ich würde erstmal grundsätzlich sagen, nein, sie haben nicht recht, denn wenn es darum geht zu verstehen, was macht das Produkt eigentlich, also wann kriege ich wie viel, wann gewinne ich Geld, wann verliere ich Geld, dann kann man das, glaube ich, in zwei, drei Sätzen bei den meisten großen Standardstrukturen, in denen auch die größten Gelder veranlagt sind, sehr, sehr schnell nachvollziehen. Also wenn ich sage, ein Cap-Bonus-Zertifikat beispielsweise, da kriege ich 5% PA-Rendite, wenn die Daimler-Aktie in den nächsten 12 Monaten nicht mehr als 25% fällt. Ist das jetzt eine schwierige Aussage? Ich würde mal sagen, für jemanden, der sich mit Aktien ein bisschen beschäftigt, ist die Aussage nicht so schwierig. Wenn ich natürlich den Anspruch habe zu sagen, ich will genau wissen, was macht der Emittent? Was macht eine HSBC eigentlich mit meinem Geld? Wie legen die das an? Wie sorgen die dafür, dass diese Zahlungsströme zustande kommen? Naja, dann brauche ich natürlich viel intrinsischen Antrieb, um da einzusteigen. Und dann wird es vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen komplizierter. Aber das ist allen Finanzprodukten gemein, muss man der Fairness sagen. Wenn ich zu meiner Bausparkasse gehe und sage, erklär mir mal, was macht ihr eigentlich mit meinem Geld, damit ich die günstigen Zinsen habe, wenn ich einen Kredit habe und die hohen Zinsen jetzt, wie funktioniert das? Dann wird es auch irgendwann schwierig. Also das ist ein Anspruch, den muss jeder für sich selbst definieren. Ich meine, dass die meisten etablierten Produkte nicht kompliziert sind. Und dann gibt es auch immer noch die Möglichkeit, sich eben beim Emittenten oder bei seiner Hausbank auch informieren zu lassen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Kategorien an Zertifikaten und einige haben schon viele Komponenten mit drin. Und der Vorwurf ist ja auch da, dass die so komplex sind. Ja. Muss das sein? Also dieser Vorwurf der Komplexität, der rührt natürlich auch noch aus Phasen heraus, möglicherweise 2007 und früher, wo der Zertifikatemarkt im Grunde genommen in einem Wettstreit gewesen ist über das neueste und spannendste und schwierigste und tollste Zertifikat. Da hat man sich quasi gegenseitig überboten, in der Innovationsfähigkeit neue Zahlungsprofile auf den Markt zu bringen. Und die Vertriebsbanken waren auch immer toll, wenn sie ihren Kunden irgendwas zeigen konnten, was noch kein anderer gezeigt hat. Dieser Wettbewerb ist aber völlig ad acta gelegt. Es gibt im Grunde genommen einen starken Standardisierungsprozess, der sich auf viele Produkte konzentriert. Und die einzigen Produkte, bei denen noch dieser, ich sag mal, Komplexitätsgrad wirklich in nennenswerten Umfang vorhanden ist, das sind Expresszertifikate. Und da muss man eben klar sagen, da gibt es heute aber Features, also Merkmale der Produkte, die sind komplex, die muss ich meinen Kunden erklären, die sind aber alle eigentlich dazu gedacht, ihm zu dienen. Ja, also wenn ich eine Währungsabsicherung einbaue, ja, weil ich beispielsweise in einen britischen Rohstoffwert wie BHP Billiton investieren möchte oder in Apple, dann muss ich ihm natürlich erklären, dass da ein Feature eingebaut ist, was dafür sorgt, dass er an einem starken Dollar nicht profitiert und einem schwachen Dollar nicht leidet. Ist das jetzt komplex? Ja. Nutzt das Feature dem Kunden? Wahrscheinlich auch ja. Und das heißt, man nutzt heute zusätzliche Merkmale der Produkte, die das Produkt zwar komplizierter oder schwieriger machen, aber in der Regel dafür, Risiken zu reduzieren oder, sage ich mal, Zahlungsströme zu verstetigen. Welche Schutzfaktoren gibt es sonst noch? Es gibt Airbags und alles Mögliche? Ja, also die Namen sind natürlich immer noch sehr, sehr wohlklingend. Ja, es gibt Airbags, es gibt Memory Features. Also bleiben wir mal bei einem Memory Feature, wenn so ein Produkt mehrere Jahre Laufzeit hat. Und es gibt jährlich eine Bonuszahlung oder eine Couponzahlung, die an eine Bedingung geknüpft ist und diese Bedingung ist nicht erreicht, dann gibt es keine Bonuszahlung, gibt es keine Zinszahlung. Dann guckt der Anleger erstmal in diesem einen Jahr in die Röhre. Aber Memory, na, das ist ein englischer Begriff für Speicher, für Erinnerung. Wenn es im nächsten Jahr dann aber so ist, dass die Bedingung erfüllt ist, dann wird auch nachträglich für das Jahr, in dem die Zahlung ausgefallen ist, diese Bonuszahlung gezahlt. Und dann freut der Anleger sich natürlich und sagt, okay, letztes Jahr lief der Markt nicht so gut, ich habe nichts bekommen. Dieses Jahr läuft der Markt aber wieder besser oder meine Aktie, in die ich hier über das Zertifikat investiert habe. Und dann werden die ausgefallenen Zahlungen nachgeholt. So, und das ist natürlich auch etwas, das muss ich erstmal erklären. Ja, aber da wird der Anleger sich natürlich dann im zweiten oder dritten Jahr, wenn so eine ausgefallene Zahlung wieder nachgeholt wird, sehr freuen und sagen, Mensch, dann habe ich ja vielleicht doch jetzt die Möglichkeit, die Renditeziele, die ich bei Investitionen das Produkt hatte, am Ende des Tages auch wieder zu erreichen. Was sind Airbags?
Ja, Airbags funktionieren im Grunde genommen so. Ein Airbag soll ja auch bei einem Aufprall beim Auto den Schaden abfedern oder idealerweise dafür sorgen, dass gar kein Schaden eintritt. So ein Airbag kann im Grunde genommen so aussehen, dass ich beispielsweise 35% Risikopuffer habe. Das heißt, wenn eine Aktie 35% fällt, mache ich immer noch keinen Verlust mit dem Zertifikat. Ja? Fällt sie mehr als 35%, beispielsweise 40%, habe ich aber nicht sofort 40% verloren, sondern vielleicht nur 6 oder 7%. Das heißt, ich habe die ersten 35% Verlust, um in meinem Beispiel zu bleiben, frei. Ja? Und das ist natürlich für einen Anleger, der sehr risikoavers ist, der vielleicht auch gerade in so einer Börsenphase sagt, ich weiß nicht, wo es hinläuft, ein sehr, sehr schönes Ruhekissen, weil er weiß, selbst wenn die Aktie stark korrigiert, habe ich immer noch die Chance, verlustfrei rauszukommen. Und wenn die Verluste noch größer sind, dann sind sie bei mir als Anleger nur gedämpft. Aber das kostet wahrscheinlich Rendite. Absolut, ja. Mhm. Also natürlich, there is no free lunch, schönes Sprichwort. Wenn ich so ein Feature wie ein Airbag einbaue oder eine Währungsabsicherung gegen einen fallenden Dollar oder so eine Erinnerungsfunktion für ausgefallene Couponzahlung, dann bezahle ich das natürlich auch durch Renditeaussichten. Aber die Anleger, die eben nicht direkt in den Aktienmarkt rein wollen, die sind ja nicht darauf aus, 10 oder 15% PA-Rendite zu machen, sondern die suchen nach Alternativen in diesem Nullzinsumfeld und die sind vielleicht ganz froh mit 4 oder 3% PA und sind dann froh, wenn es eben Mechanismen gibt, die dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese 3 oder 4%, die sie in Aussicht gestellt bekommen, erhöht werden. Die wollen gar nicht das tolle Zertifikat mit 2-stelligen PA-Renditen haben, sondern die wollen ein Produkt haben, was ihnen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Rendite einbringt, die ihren Namen noch verdient. Es gibt zu jedem Produkt dann auch ein Informationsblatt, ist so ähnlich wie der Beipackzettel von Medikamenten. Richtig. Der landet aber bei den meisten ja auch direkt in der Medikamentenkiste. Wie wichtig ist dieses Informationsblatt? Ja, leider. Also es ist natürlich ein Ergebnis der Regulatorik. Also da hat man gesagt, mal vor einigen Jahren, wir wollen den Verbraucher besser schützen, indem er sich selber informieren kann. An einer oder anderen Stelle geht die Regulatorik sicherlich vielleicht auch über das Ziel hinaus oder nützt dem Anleger nicht. Aber hier muss man klar sagen, dass so ein Produktinformationsblatt schon eine tolle Quelle ist, um so ein Produkt zu erklären. Denn da gibt es auch eine Grenze. Wenn das Produkt nicht auf 3 Seiten zu erklären ist, mit allen Facetten wohlgemerkt, die ich hier gerade schon angerissen habe, dann ist es auch für den Anleger nicht geeignet. Dann ist es zu komplex, dann ist es vielleicht für Privatanleger nicht geeignet. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass die Produkte ein gewisses Maß an Schwierigkeit auch nicht überschreiten. Und deswegen kann man sich einfach mal hinsetzen und 2 oder 3 Seiten durchlesen. Das kostet einen vielleicht 15 Minuten Zeit, wird einen aber deutlich verständlicher machen für das Produkt. Und vielleicht kommt man dann auch zu der Erkenntnis, dass es doch gar nicht so kompliziert ist, wie man gedacht hat. Nur noch ganz kurz, warum muss es denn so viele Zertifikate geben? Naja, weil die Anleger alle auch verschieden sind. Ja, es gibt natürlich auch da draußen 100.000 Anleger, die haben alle unterschiedliche Chance-Risiko-Profile. Und letztendlich muss man nicht die Frage stellen, ob es so viele gibt, sondern gibt es, nützen die Produkte dem Anleger? Also es gibt auch 1 Million Autos auf mobile.de. Wenn ich ein Gebrauchtauto kaufe, dann sagt auch keiner, das sind zu viele, weil für irgendeinen Anleger wird ein Produkt schon passen und so wird es bei den Autos auch. Also die Anzahl kommt eigentlich nur über die Differenzierung, also läuft das Produkt bis Januar 18 oder bis Februar 18? Wenn ich das Produkt bis Januar 18 verstanden habe, dann habe ich das mit Laufzeit Februar 18 auch verstanden, aber natürlich ist es ein Produkt mehr. Zertifikate sind nicht so kompliziert, sagt Christian Köker von der HSBC. Ganz herzlichen Dank. Ja, also der Markt, der bietet jede Menge Chancen für Anleger, aber auch jede Menge Risiken. NTV, der Nachrichtensender.